Tiere geraten andauernd in missliche Lagen. Dort sind sie dann auf die Hilfe des Menschen angewiesen, um nicht elendig zu verenden. In diesem Video stellen wir dir 30 Momente vor, in denen Tiere Menschen um Hilfe baten. Und jetzt viel Spaß! Die Aufnahmen in diesem Clip entstanden in Indien. Dort hörte ein Mann immer wieder ein leises Wimmern aus einem Schacht. Als er sich dem Geräusch näherte, sah er dort den kleinen Hund. Der Mann ging daraufhin sofort in den Schacht rein und konnte dem kleinen Welpen das Leben retten. Am Ende lohnt es sich natürlich, um jede einzelne Kreatur zu kämpfen. Der Mann sah auf der Wasseroberfläche immer wieder eine komische Bewegung. Als er sich dem Ganzen näherte, sah er sofort, dass es ein kleiner Vogel war. Den Vogel brachte er anschließend direkt zum Boot hin und nach einigen Stunden konnte er auch wieder loslegen. Ein Hund war am Strand in das Meer gelaufen und wurde plötzlich von der Strömung mitgerissen. Glücklicherweise befanden sich an diesem Tag mehrere Männer auf einem Boot, die den kleinen Hund entdeckten. Als sie den Hund sahen, fuhren sie natürlich sofort zu ihm hin und konnten ihm dementsprechend am Ende das Leben retten. Draußen waren es über 42 Grad und die kleine Wüstenmaus hatte dementsprechend unglaublichen Durst. Die Männer gaben der kleinen Maus natürlich sofort etwas zu trinken und diese schien darüber unglaublich glücklich zu sein. Manchmal gibt es Dinge als Bauer, die man selber kaum glauben kann. Als der Bauer morgens auf sein Feld fuhr, hatte sich eine Kuh mit ihrem Kopf zwischen den beiden Bäumen angeklemmt. Und so musste er dann am Ende vorsichtig einen der beiden Bäume fällen, um die Kuh zu befreien. Im Safari-Nationalpark entstanden diese Aufnahmen. Dem Zebra wurde schlussendlich wirklich das Leben gerettet. Es war in die Matschpfütze gelaufen und dort dann stecken geblieben. Glücklicherweise wurde sie von den Guides gefunden, die es erfolgreich schafften, das Zebra aus der misslichen Lage zu befreien. Ein junger Bär war in das Wasser gefallen und wurde plötzlich von der Strömung mitgerissen. Glücklicherweise wurde er dann von diesen Touristen gefunden. Die Touristen nahmen sofort ihren Kescher und setzten den kleinen Bär auf ihr Boot. Danach brachten sie ihn wieder zum Ufer zurück. Warum es wichtig ist, immer wieder seine Umgebung in den Augen zu haben, sieht man beispielsweise in diesem Video. Die Vogelmutter lief immer auffallend um den Gullischacht herum. Ein Mann, der das Ganze bemerkte, sah dann in dem Schacht einen kleinen Babyvogel. Er öffnete natürlich sofort den Gullideckel und konnte den kleinen Vogel zu seiner Mutter zurückbringen. Es war unglaublich schwierig für ihn, an frisches Wasser zu kommen. Doch glücklicherweise gab es an diesem Tag ein paar Touristen, die extrem aufmerksam waren. Als sie bemerkten, dass der Seelöwe nämlich extremen Durst hatte, kam einer der Touristen auf die kluge Idee, zu dem Seelöwen hinzulaufen und ihm dann frisches Wasser in den Mund zu schütten. Zu einer Lebensretterin wurde die Frau in diesem Video. Anfangs war sie noch völlig verwirrt, warum der Seelöwe plötzlich auf ihrem Boot saß. Doch das war überlebensnotwendig, denn der Seelöwe sprang auf das Boot rauf, da er zuvor von den Orcas gejagt wurde. Die Frau fuhr dann mehrere hundert Meter mit dem Boot weiter, sodass der Seelöwe wieder sicher in das Wasser gehen konnte. Eine kleine Babykatze war in die Maschine gelaufen und hatte sich dort etwas verheddert. Manchmal reicht es aber auch dann aus, die kleinsten Lebewesen mit etwas Futter anzulocken. Glücklicherweise konnte man die Katze so befreien, ohne die Maschine auseinanderzubauen. Im Serengeti-Nationalpark wurden gleich mehrere Guides am Ende zu absoluten Lebensrettern, denn die Giraffe war plötzlich umgefallen und schaffte es von alleine einfach nicht mehr aufzustehen. Einer der Gründe war, dass auch die Giraffe zu diesem Zeitpunkt hochschwanger war. Die Männer schafften es glücklicherweise am Ende mit Hilfe ihres Jeeps, die Giraffenmutter wieder aufzurichten.
Zu einem Lebensretter wurde auch dieser Bauer, denn ein Löwe hatte sich plötzlich ein kleines Kalb gekrallt. Als er dann einen Holzklotz auf den Löwen warf, ließ dieser sofort das Kalb wieder frei. Hier zu sehen ist ein junger Elefantenbulle. Dieser war völlig alleine unterwegs und blieb neben der Straße plötzlich in dem Matsch stecken. Glücklicherweise gab es dann eine Frau, die sofort zu dem jungen Elefanten hinlief und ihm dann dabei etwas half, wieder aus dem Schlamassel rauszukommen. Der nimmt so Karbum. Durch die starke Strömung war eine Schildkröte zwischen die Felsen gespült worden. Die Touristen liefen zu der Schildkröte hin, buddelten sie aus und brachten sie dann zurück zum Wasser. Bauarbeiter wurden an diesem Tag zu Lebensrettern, denn ein Fuchs hatte es geschafft, sich irgendwie unter dem Stein einzuklemmen. Der Bauarbeiter hob ganz vorsichtig mit einem Bagger den Stein hoch und der Fuchs konnte wieder flüchten. Diese wunderschönen Aufnahmen entstanden in Australien. Auch Polizisten können natürlich zu Lebensrettern werden. Das Känguru war von der Strömung mitgerissen worden. Doch der Polizist lief daraufhin sofort in das Wasser rein und rettete dem kleinen Känguru das Leben. Auch in diesem Clip vollrichtete die Polizei mit Hilfe der Anwohner eine richtig gute Tat. Ein kleiner Schwarzbär war alleine auf den Baum hochgeklettert und wusste dann nicht mehr genau, wie er nach unten kommen soll. So entschlossen sich die Polizisten und Anwohner dazu, ein Laken aufzuspannen. Als der kleine Schwarzbär das Ganze mitbekam, ließ er sich am Ende nach unten fallen und konnte so gerettet werden. Emotionale Aufnahmen gab es auch während den Waldbränden in Australien. Die Feuerwehrmänner entdeckten diesen kleinen Koala am Straßenrand. Sie liefen sofort zu ihm hin und gaben ihm dann etwas zu trinken. Was es heißt, Empathie zu zeigen, sieht man beispielsweise in diesem Video. Zu sehen ist nämlich hier ein kleiner Wüstenfuchs. Dieser hatte Witterung von dem leckeren Essen der Männer bekommen. Als der junge Wüstenfuchs dann zu den Männern hinlief, teilten diese sofort ihr Essen. Und so konnte dann sein Hunger endlich gestillt werden. Auch die Touristen in diesem Video wurden durch Zufall wohl zu Lebensrettern. Denn der kleine Affe war beim Spielen abgerutscht und plötzlich zwischen dem Stamm und dem Baum eingeklemmt worden. Der Tourist nahm all seine Kraft zusammen und konnte den Stamm etwas zur Seite wegdrücken. So konnte der Affe dann flüchten. Einem kleinen Gürteltier konnte in diesem Clip das Leben gerettet werden, da dieser zuvor von der Strömung mitgerissen wurde. Es gibt Momente, in denen sich Tiere in so aussichtslosen Lagen befinden, dass sie dann auf die Hilfe des Menschen angewiesen sind. Als sie sich dann dem Ganzen näherten, sahen sie diesen kleinen Babykoala, der es von alleine nicht mehr schaffte, sich zu befreien. Die Männer nahmen daraufhin einen kleinen Kescher, setzten den Koala dort rein und brachten ihn zum sicheren Ufer. Nein, gelernt. Zuvor hatte es tagelang geregnet und dieser Hund konnte sich noch auf einem kleinen Stück Beton retten, bevor er sonst von den Wassermassen mitgerissen worden wäre. Ein Mann lief allerdings zu dem kleinen Hund hin und konnte ihm wohl das Leben retten. Ein Taucher entfernte hier ein Stück Fischernetz aus dem Maul des Haies. In Russland schaffte es dieser Herr, einem kleinen Fohlen wohl am Ende das Leben zu retten. Die Wildpferde waren zu der Wasserstelle gelaufen, um etwas zu trinken. Eines ihrer Fohlen blieb dann im Schlamm stecken. Als der Mann das Ganze mitbekam, rannte er sofort zu dem kleinen Fohlen hin und half ihm dabei, wieder aus dem Schlamm herauszukommen. Als Anwohner morgens aus ihrem Fenster schauten, konnten sie selber kaum glauben, was sie dort sahen. Ein kleiner Schwarzbär war in der Nacht den Baum hochgeklettert und kam von alleine natürlich nicht mehr herunter. Nach kurzer Zeit traf die Polizei und weitere Retter ein, die unten sofort eine Plane spannten, damit der Schwarzbär sich auch fallen lassen konnte. Eine Elchkuh war auf die zugefrorene Fläche gelaufen und plötzlich eingebrochen. Glücklicherweise wurde sie am nächsten Tag von den Anwohnern entdeckt. Die Anwohner liefen dann vorsichtig auf die Eisfläche drauf und schafften es erfolgreich, die Elchkuh am Ende zu retten.
Manchmal ist es auch so, dass sich Tiere in misslichen Lagen befinden und am Ende jede Hilfe zu spät kommt. So war es auch für diese beiden Hirsche, denn bei einem Kampf gerieten sie aneinander und blieben schlussendlich mit ihren Geweihen ineinander stecken. Zudem hatten sie sich beim Kampf auch noch im Maschendrahtzaun verfangen. Und so lagen sie vermutlich mehrere Tage lang auf dem Boden und wurden leider erst zu spät entdeckt. Und jetzt schreib uns doch gerne mal in die Kommentare, welche der heutigen Tierrettungsaktion du am emotionalsten fandest. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da.